Ja, ich habe jetzt gerade mit dem Bürgermeister aus Berlitzhausen telefoniert, weil wir ein paar Abstimmungsgespräche führen müssen. Und jetzt haben wir gedacht, wir haben jetzt den neuen On-Demand-Bus, die Elma. Und das möchte ich natürlich einmal ausprobieren, wie das funktioniert, wie benutzerfreundlich das ist. Und darum werde ich jetzt gleich einmal die Fahrt nach Berlitzhausen und dann zurück zu uns nach Jemau wieder buchen. So, ich habe jetzt die Elma gebucht. Das war also ein ganz einfacher Ablauf, ist wirklich leicht für jeden Mann durchführbar. Die Fahrt nach Berlitzhausen kostet 5,90 Euro, setzt sich zusammen aus 2,90 Euro für den RVV-Tarif plus die 3 Euro für den Zuschlag für die Elma. Ich habe jetzt eine Haltestelle zugeteilt gekriegt in meinem Umkreis. Klar, vom Rathaus weg ist es natürlich dann vorne an der Bushaltestelle am Stadtplatz. Und da werde ich jetzt vier gehen und dann schauen wir mal, ob er pünktlich da ist, wie wir es gesagt haben. Ja, ich bin jetzt unterwegs mit unserem Elma-Bus auf dem Weg nach Berlitzhausen. Ganz ein interessantes Fahrgefühl, einmal mit einem Elektrofahrzeug unterwegs zu sein. Ich nutze jetzt das Bussystem für eine Dienstfahrt sozusagen nach Berlitzhausen. Auch nicht schlecht, einmal einen Chauffeur zu haben. Den kann ich also auch dann gleich ein bisschen auf meinen Termin dementsprechend vorbereiten. Nutzen kann man das On-Demand-Bussystem für alles, was man halt so benötigt. Man kann auch zu einer Sportveranstaltung fahren, die Kinder, und dann auch wieder abgeholt werden. Man muss aber nur nicht in beide Richtungen fahren. Man kann zum Kaffeetrinken fahren oder auch für einen Arztbesuch nutzen. Oder was auch interessant ist, denke ich, für einen Besuch bei uns am Hemauer Wochenmarkt. Man kann vormittags reinfahren, kann im Wochenmarkt einkaufen, kann sich noch ein bisschen im Stadtzentrum aufhalten und dann können wir wieder zurückfahren zu unserem Heimatort, je nachdem, wo wir halt herkommen. Sehr interessantes Angebot. Ich freue mich jetzt auf meinen Termin in Berlitzhausen. Ja, super war die Fahrt, interessant und hat alles wunderbar funktioniert. Was mich besonders beeindruckt hat, man kriegt immer Nachrichten drauf, auch bei der Rückfahrt, also in einer Viertelstunde ist der Fahrer da, man kann schauen, wo er dann auch ist. Die ganze Abwicklung war problemlos, auch der Fahrplan absolut pünktlich eingehalten. Kann es jedem nur empfehlen und werde sicherlich auch das eine oder andere Mal auch nochmal so nutzen, privat und dienstlich.